Uhr ist das Event. Vielleicht schaffe ich das dann davor noch. Müssen wir mal gucken. Fokus. Fokus de nuit. Was ist CNC eigentlich? Das sieht aus wie einem Schwarz-Weiß, als ob es irgendwie Cartoon Network wäre. Play in a well-lit room. Nein, never. Ich hoffe, Banisher ist nicht so schlecht. Wie gesagt, das hat das am Anfang vom Stream gesagt. Das, was mir so ein bisschen mulmiges Gefühl bereitet hat, war die Tatsache, dass die besten, dass somit die besten Bewertungen oder so die positivste Resonanz aus Deutschland kam. Und das ist gerade für ein Action-RPG. Es ist nicht so, die Deutschen sind nicht dafür bekannt, ihre guten Kampfsysteme zu mögen. Deswegen, ich bin da mal gespannt, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Oh yeah, baby, Destiny-Menü. Let's fucking go, das brauche ich. Oh. Ich muss sagen, das vermisse ich immer, wenn ich irgendwie so ein PS1-Spiel spiele. Und erstmal kein EULA-Agreement akzeptieren muss. Das macht einem die komplette Erfahrung kaputt. Weißt du, ich mache einfach das Spiel an und dann geht das los. Und ich krieg nicht irgendwie so einen Scheiß präsentiert, bei dem ich akzeptieren muss. Focus on personal data protection. Was ist Telemetry in order to ensure best possible games future content? Nee, fuck off. Zahlt mich dafür, macht das Spiel günstiger. Ja, passt schon. Warum sieht das unten rechts aus, als ob das Switch-Icons wären? Oh ja, ich hab Home Cinema, Leute. Gibt's auch Headphones? Ah, da, Baby, let's go. Night Mode. Use the option if you need to play the game on a low volume. Loud sounds will be quieter. Oh, okay. Das ist nicht so verkehrt. Aber brauche ich jetzt nicht. Was ist das? Choose if you want to activate Parallax Interface Movement. In the Menus and Interfaces? Ich weiß nicht, was das... Ich müsste das dann sehen. Audio Language, machen wir Französisch. Nee, komm, ich hab keine Lust zu lesen jetzt gerade. Nein. Oh, ich liebe es, wenn man kein Beispiel dafür hat, wie groß die sind. Ich mach jetzt mal Medium. Ich hoffe jetzt nicht, dass die so beschissen sind wie bei... so beschissen klein sind wie bei Suicide Squad. Warum? Du guck dir mal an, du hast hier unten diese drei kleinen Icons. Was anderes kann ich nicht machen. Kann ich dich irgendwie anschnupsen oder so? Ist das ein Point-and-Click-Adventure? Warum gibt es dieses Destiny-Menü-Icon? Was soll das? Damit ich dann nach unten links hier reinklicken muss. Ich meine, ich mag, dass es aber das Gesicht ist. Das ist ganz cool. Select Story Difficulty. Ich mache immer normal. Ich mache immer normal, außer es steht irgendwo dran, das ist die von uns intendierte Erfahrung. Weißt du, wie bei Halo, wo die mittlerweile eben ranschreiben, hey, Heroic ist die von uns intendierte Erfahrung. Weil dann kann ich es einfach besser vergleichen mit anderen Sachen. Umstellen kann man es in den meisten Fällen immer noch, aber es ist noch ein zweiten Durchgang. The ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Nintendo stands at my disposal. Dann sagt dem Mia Motherfucker mal, der soll herkommen. RZ habe ich einen Code angefragt, ich habe aber noch nichts zurück. Ich habe bisher noch nichts bekommen. Ich würde mir das vielleicht gerne ansonsten kaufen und das auch mal irgendwie streamen und im Podcast besprechen. Aber ich weiß momentan nicht, ob ich dann die Zeit habe und dann irgendwie Geld zu investieren, wenn ich nicht weiß, ob ich das sofort eben auch spielen kann. Ist immer ein bisschen riskant. Auch wenn es halt ein günstigeres Spiel ist. Oh, die Franzosen fangen direkt mit der Sexszene an, Leute. Jetzt geht's los. Ah, oh, this is cinema. A
Die ganzen Gen-Zler müssen jetzt leider fliehen, Leute. And a good day to you too. Are we in New England? I'm bored. Welcome to America. Denk wahrscheinlich über das römische Reich nach gerade. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. Nein, das war ein Wortspiel von Lord D mit dem Don't Nut, nicht abspritzen spielen. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Same. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. Night be. Das ist mit über 30, wenn du, sobald du länger als eine halbe Stunde irgendwo sitzt oder liegst, musst du erstmal stretchen, nachdem du aufstehst. Life to the living. Death to the dead. Jo, das war's. Our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Einfach in Asphalt verwandelt. Life to the living, we say. And death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Oh, das ist mal unfassbar generisches Gegnerdesign. And emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Okay. Das ist für mich wieder so eine Spieleinführung, wo ich gerade das Gefühl habe, ich hätte einfach nichts erfahren. I wanted to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Das ist wieder so. Einfach so Dialog, wenn du noch gar keinen Bezug zu den Figuren hast, dann ist es einfach nur irgendein Geblubber. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. What? Der ist doch gerade teleportiert. I think I'm weary of long boiling sea voyages to Grim Faro. Oh yeah, baby. Oh, the jank. Oh, after this, we sail somewhere warm and safe. Es ist gleichzeitig sehr lose und dann trotzdem steif. Ja, so, es sieht halt so sehr, du kannst dann schnell um die Kurve gehen und so, aber dein Movement ist trotzdem, ich weiß nicht, ob die, das ist halt so sehr, ja, die, ja, könnte, du hast nicht so perfektes, loses 360 Grad Movement. Wenn ich den Stick drehe, das ist immer so, wenn du den Stick drehst und es aussieht, als ob Leute einfach nur in einem Viereck gehen. Yeah. Aber zumindest ist es responsiv. Also das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie riesige Dead Zones oder so drin. So laufe ich auch immer. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree.
Und rutschen. Nee, ich kann. Keine A drücken und unter Obstacles runter durchzugehen. Das versucht wirklich so ein bisschen God of War zu sein, oder? Also auch so mit den angemalten oder beziehungsweise in dem Fall, das ist ja nicht angemalt, angemoosten Kanten. Oh yeah, baby. I think we can get through here. Sure. Oh. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Wie die echten AAA-Games. Oh, ich freue mich schon darauf, wenn ich das bei Final Fantasy VII Rebirth wieder mache. Looks steady enough. Vor allem, wenn ich noch warten muss, bis der Typ durchgeht, bevor ich es machen kann. Oh mein Gott, ich kann das skippen? Warum bin ich... Keep going. I'll find a way to meet. Okay, das ist kaputt gegangen dann. Alles klar. Ja, okay, das wäre jetzt doch guter Kontext gewesen. Ich dachte, das wäre einfach nur so, ich gehe ans andere Ende durch. I can break my way through here. Ich möchte einfach alle Entwickler, die ihre Angriffstasten auf die Schultertasten legen, einfach nur greifen und schütteln. So. Das ist so, oh mein Gott, Souls-Titel machen das. Das sind die einzigen Spiele mit Action-Kampfsystemen, die ich in meinem ganzen Leben hier gespielt habe. Genauso muss ich das auch für mein Spiel übernehmen. Ah, kann man das einfach... Kann man wieder dazu übergehen, Face-Buttons für irgendwas zu benutzen? Vor allem, für was benutze ich die eigentlich? Es ist nicht so, als ob ich irgendwie springen könnte oder so. So, A macht jetzt einfach gar nichts. Ja, X mache ich meine Estus-Flask. Die fucking Rolle! Einfach aus dem Bild gejietet. Ich liebe das, wie du dann keine Ahnung mehr hast, wo du bist für den ersten Moment. Oh, the jank. Ja, kein Wunder, dass das in Deutschland so beliebt ist, das Spiel. Was haben wir auf Y? Gar nichts. Aber Hauptsache ist wahrscheinlich Light and Heavy Attack, ne? Ja, let's go. Oh, right click lock on. Leute, Demon's Souls ist von 2009. Bitte. Bitte, oder? Oder war es 2008? Ich meine, es wäre 2009 gewesen. Maybe, but are they keeping people outside town? Das sieht so kacke aus. Are they keeping them in? So vor allem wie die Kamera. Huh? Und dann zweimal halt zurückdashen, ne? Das ist halt God of War. Das ist halt so einmal. Und dann, wenn du zweimal machst, dann machst du die Rolle. Nur, dass es halt echt kacke aussieht. Gelbe Farbe. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wo soll ich lang? Da ist die gelbe Farbe. Muss ich hier? Muss ich das Feuer nehmen? Ich frage mich, wo ich lang muss. Vielleicht habe ich hier vorne irgendwas übersehen. Oh. Warum ist das... Das ist nicht so, als ob das irgendeine Ladezeit wäre, die ich überbrücke. Warum ist das... Denken Entwickler irgendwie, dass es so... Das ist das, was Leute wollen? Die sehen, dass das andere Spiele machen? Also müssen wir das bei uns auch einbauen? Das ist so AAA-coded, oder? Damit Leute das Gefühl haben, dass du ein AAA-Spiel bist, musst du solche Sequenzen haben, wo du dich irgendwie durchzwängst. Behind you. Oh. Ich kann gerade nicht schneller gehen. Forced Walking Sequence. Auch das ist AAA-coded. Ja, es gibt keinen, also du hast beim Laufen halt kein wirkliches Gefühl für Gewicht oder so. Es ist zumindest responsiv, sagen wir so.
Da sind andere Sachen deutlich schlimmer. Banishment. Attacking with your weapons fills the banish gauge. When the banish gauge is full, press A to banish your target. Okay. Banish! Also das ist so wie der... Wie den Dolch aus Sands of Time zu benutzen? Muss ich das kommen einfach die Gegner jetzt immer wieder ansonsten? Oder ist es nur... Nee, ich nehme an, das ist einfach nur so ein One-Hit-Kill dann, ne? Oder? Ja, ne? Ja, ist einfach ein One-Hit-Kill, alles klar. Der sich automatisch auflädt mit dem Angreifen. Hervorragend. Mach doch gleich einen Cooldown draus. Boah, ich weiß, ich bin wieder richtig gut gelaunt. I know. Obwohl, es ist wahrscheinlich so die eine Seite, die zusieht oder zuhört, ist da so gerade, ja, Baby, genau, oh, gib's mir noch mehr Zynismus. Und die anderen sind so, oh, Björn, kannst du bitte einfach wieder ein Videospiel oder so genießen? Deswegen, ich versuch's nicht direkt raushängen zu lassen, aber es sind einfach solche Tropes, die ich generell schon nicht so mag. Deswegen, ich hoffe, dass es von seinem Spielprinzip, weil ich nehme an, die Person, die wir gerade spielen, die wird dann demnächst verrecken oder so. Weil ich glaube, das ist ja die in den, ne, was ich auch in diesen Previews gesehen hatte, dann... Warte mal, kriege ich dich dann sofort? Ja. Die dann eben so in so einer Geisterform irgendwie war. Das heißt, ich hoffe, dass das relativ... Interessantes oder halt so Story-Missionskram irgendwie. Kann ich das kaputt machen? Nee. Aber so gerade das, was ich mitbekomme, grundlegender Aufbau ist halt sehr. Ja. Yep. That augurs badly for the case. Situation is worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Es ist halt auch so, die Synchro ist halt bisher sehr, sehr gelangweilt. Empty docks in a growing settlement. Not a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Boosten! Ich kann nicht lesen, sorry. Shit, I can't read. Oh, da kann ich nicht lang, dass der Weg versperrt. Gibt's hier überhaupt irgendwas? Collectibles? Irgendwelche Sachen, die ich fürs Crafting brauchte? New Eden Town, let's go. Nehmen wir zum Beispiel frühes Boston Settlement. Finde ich eigentlich einen... Finde ich generell interessantes Setting. So, ich mochte das auch bei Assassin's Creed. Beim dritten Teil. Da waren wir schon deutlich weiter fortgeschritten, nehme ich an. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. I remember you telling her. Good day, sir. You'll be Haskell's banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McCraith. Hugh Batchelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Ja, das wird ja sehr kurz nach den ersten Settlements hier sein. Teil 3 spielt ja dann schon wesentlich später. Ja, ich weiß nicht, das ist in welchem, ich habe jetzt nicht nachgesehen, in welchem Jahrhundert das ist. 3 ist ja, Assassin's Creed 3 ist ja 1700 irgendwas, ne, meine ich. Ich bin nicht mehr zu 100% sicher. Kurz ins Menü und du hast eine wesentlich bessere Steuerung. Inwiefern? Also, die komplette Beweglichkeit und wie die Animationen aussehen, werden sich dadurch wahrscheinlich nicht ändern. Where's the inn? Where are the children? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. 10 von 10 Dialog, Leute.
We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arms. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Goodbye. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Ich muss ja sagen, ich finde die Hüte schon geil. So die Hüte und die Schuhe. Die finde ich schon geil. Bin ich definitiv Fan von. Meet Charles Davenport at the Inn. Okay, alles klar. Lass mal gucken. Kann ich hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann irgendwie ein Ort ist, in dem ich später noch bin. Ich hatte mir jetzt auch nicht angesehen, wie der spielerische Aufbau des Ganzen ist. Warning! The docks are closed for sabotage by fire! All trade to Boston. Das klingt irgendwie so, als ob das eine vorgefertigte Nachricht ist, wo dann einfach Leute das eingetragen haben. So, the docks are open for business due to workers. No fire starts on its own. Not in this cold. Something must have given a helping hand. I want to... okay. 1600, Ende 17. Jahrhundert. Okay, alles klar. Oh, der 4. Juli. Same. Oh, da sind die... Sind das die Crafting-Elemente oder sind das die Elemente, die ich brauche, um dann... Aber das wäre ja auch Crafting, wenn ich irgendwo zu einem Händler oder so gehe oder so einem Schmied oder einem Schneider. Ich war gerade so, wie heißt das, der Schmied für Klamotten. Der Klamottenmacher. Der Näher. Der Stoffer. There's the inn. Cemetery. Oh! Oh, da oben, da ist die Kirche. Ja, das sieht aus, als ob man hier noch ein bisschen Zeit verdrängen würde. This part of town is closed by the governor's decree. Meeting. Nein, ich will das hier unten lesen. The cemetery is closed. Okay. Scheinbar, also das, was ich mitbekommen habe, ist, dass das Cemetery wohl closed ist. In. Das hat so ein bisschen was JRPG-mäßiges einfach. Du gehst in einen Ort rein, das ist das In. Nicht irgendwie, das hat noch keinen separaten Namen, das ist einfach nur das In. Aber vielleicht war das damals so. Charlie, we're here, your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit. Fairfax Haskell? Was ist das denn für ein Name? She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assume der Hutmacher. Good day. Pennington, captain of the train. Der hat ja einen geilen Bart. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock.
Wer ist, ich weiß immer noch nicht, wer ist Charles? Der Typ, den die irgendwie suchen. Losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Oh, look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. Die erinnert mich so ein bisschen an die Gefangene aus Hateful Eight. You look to what you want. I intend living. Könnte vor allem, also vor allem das Outfit. Can be brusque. Forgive her. Rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Your point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. Ich habe noch Pfeifen zu rauchen. In blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. Also bisher fehlt mir halt so eine vollkommen irgendein Grund an irgendwas daran bisher interessiert zu sein, also was eine Handlung betrifft. So, das Setting finde ich cool. Ich mag, wie das Charakterdesign ist. Aber so die ganzen Dialoge lassen mich einfach kalt bisher. Also auch die Performance ist halt sehr so sehr trocken einfach vorgetragen. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Could your physicians not save him? Yeah, apparently not. What do you think happened? So doch, aber wir haben es nicht versucht. Guess to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Boah, Leute, also ich kann mich ja vor Spannung gerade gar nicht irgendwie hier aus meinem Stuhl reißen. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it was... Ich glaube, die Synchronsprecher schlafen gleich. Eher im Hintergrund sowieso. Das bin ich recht. Pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What caused it? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. For Charles.
Alright, for Charles. Vielleicht ist es auch einfach nur Foreshadowing, dass Charles tot ist. Why is town so empty? Why is town so empty? We are the few who stayed. There are motivations. Heißt die Stadt einfach literally town? Why is town so empty? Ist das irgendwie ein altes Englisch, was ich nicht mit? Weil der Rest fühlt sich nicht nach irgendwie jetzt anderem Englisch oder so an. Why is town empty? Ich mag das Spiel wirklich, aber es hat leider nicht so einen radikalen Gameplay-Loop wie Vamp. Ich weiß nicht, ist es Vampir? Vampir? Ich weiß gar nicht, wie du das irgendwie, was da, dieses Y da drin, das verwirrt mich einfach viel zu sehr. Das ist da, um mich zu ärgern, um mich zu trippen. Ich hab das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier habe. Ich kann sein, dass ich mir irgendwann mal eine physische Version günstig geholt habe. Ich wollte mir das auf jeden Fall immer mal ansehen. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Vampir. I've heard the weather has likely closed the roads. Vampir. Some believe the pass through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken. Perhaps forever. Ich liebe einfach, wie gelangweilt der im Hintergrund da sitzt. Ich möchte Dinge verhauen. Ah, fuck, da ist ja noch Sachen übrig. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was. Nerd. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor on the rock, as Charles and his banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Ja, der Typ im Hintergrund will einfach auch gerade noch was anderes machen. Then I wish you success. Ja, es wirkt halt sehr für mich wie so eine Souls Combat Struktur. Vor allem mit der Tatsache, dass weder die Angriffstasten auf den Schultertasten sind, aber dann so die spielerische Struktur, Ästhetik sehr von God of War inspiriert. Aber mit Eurojank. Last Town Hall Meeting. I hereby close the King's Arms Tavern, leaving the key to the selectmen. There shall be no... Die haben so einen Select-Button auf dem Shirt irgendwie drauf. Be no ale sold nor drunk until the curse is lifted. Okay, alles klar. Sonst irgendwas, das ich mitnehmen kann? Irgendwas, das ich klauen kann? Na? Oh, da ist doch was. Da leuchtet doch was. Take. Kann ich nicht öffnen? Gibt's eine... Okay, scheinbar jetzt zumindest keine Lockpick-Sache gerade. Nehmen wir mal einfach alles dafür da, damit du... Oh ja, ne, kannst gar nicht rein. Hier geht's nicht lang. Verbies dich. Meet die at her house. The compass indicates the direction. Danke. Da wäre ich nie drauf gekommen. If
only we'd been here earlier. No, no. But this challenge. Frag mich, was das Ding da oben ist. Another day, another soul to save. I have never played a video game before. These people are idiots. Das ist meine Antwort, egal worum es geht. Das ist immer die safe Antwort. Da bist du in 99% der Fälle vollkommen korrekt mit. And here, Red. Come in. Gib dem guten Mann noch. Alter, ich könnte gerade einen Kaffee vertragen. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal. Ich gehe auf jeden Fall so in der nächsten Stunde, bevor das Xbox-Ding anfängt, gehe ich glaube ich nochmal runter und mach mir noch irgendeinen. Baller, mach mir noch irgendeinen Holy oder so. Ich habe die Nacht ehrlich gesagt nicht viel geschlafen. Ich glaube so zwei Esther, Stunden? Ja, ich glaube so zwei Stunden habe ich geschlafen. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Rhythmus ist gerade leider wieder vollkommen fuck gewesen und ich muss heute Morgen früh raus, aber ich habe gestern Abend noch 4 Audios aufgenommen. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Es sind diese. Ich weiß nicht genau, was es ist, dass ich die. Nein, aber es. Zum Beispiel die Animationen, wenn du jetzt mit irgendwelchen NPCs oder so redest, mit ganz normalen Leuten. Das sind jetzt auch nicht die geilsten Animationen, die dich bei einem Like a Dragon oder so erwarten. Ne? Bei Infinite Wealth, wenn du einfach mit irgendeinem Dulli auf der Straße sprichst oder auch in sehr vielen von den Nebenmissionen. Das sind Animationen, die schon seit irgendwie der PlayStation 3 mitgetragen werden. So. Aber da stört es mich nie so sehr. Und ich muss irgendwie sagen, hier gerade finde ich das schon ein bisschen, ich will nicht sagen abturnend, aber so, es fällt mir halt mehr negative auf, wie jetzt auch hier die Charaktere dastehen und miteinander reden. Und ich weiß nicht, ob es daran, so vielleicht liegt es daran, dass es versucht, sich irgendwie anders zu inszenieren. Na, das ist dann auch so, du hast dann die Vertonung und alles ist dann irgendwie so ruhig und die Kameraperspektive versucht das eine, es versucht so ein größeres AAA-Rollenspiel zu sein, so wie es sich präsentiert. Und dann klappen irgendwie die ganzen Animationen nicht oder vielleicht liegt es auch daran, dass versucht wird, so kleinere Animationen zu machen, aber es sind immer wieder die gleichen, die permanent abgespielt werden, wodurch es dann noch unnatürlicher wirkt. Ne, so ein bisschen wie das auch bei Evil Within 2 der Fall ist, wo du halt immer wieder diese selben gleichen Animationen hattest, die aber auch so sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben. Deswegen, ich weiß nicht, kann auch einfach nur sein, dass es mein persönlicher Bias gegenüber dieser Optik ist. Ne? Deswegen, ich bin da ganz offen, wenn ich sage, Jank Japan. Aber ich merke einfach nur, dass mich das gerade halt eher abturnt. Okay, machen wir hier oben. Das scheint dann Hauptmission zu sein. Lord, deliver me, for I cannot enjoy. The Dark Soul, vielen Dank. Guten Abend übrigens. Vielen Dank für das Abo. Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. Ja, auch die Augen sind einfach so tot. If he's here, I promise I will. Die Hauptcharaktere sind auf jeden Fall ein bisschen besser. Die haben deutlich mehr Animation in den Gesichtern drin. We'll start with the house. Auch nicht wirklich perfekt jetzt. Ich meine, klar, ist auch bei dem Budget. Take what you need. Thank you, Esther.
Ich mach mal einfach goodbye. So, wenn das gerade nicht, wenn ich das gerade nicht machen muss, ich bin null von irgendwas in der Handlung bisher angetan. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Aber die haben auch alle den gleichen Ton, die reden alle auf die gleiche Art und Weise. Es ist alles so, ja, okay. Ja, und dann ist das passiert und das passiert. Und das passiert und das passiert. Und dann ist das passiert. While ghostlingers in your kind, you must gather hints about each individual inhabitant. Once all hints have been uncovered, the inhabitant's intent is disclosed and you may complete your investigation. Of course. Ich wollte schon die ganze Zeit sagen, es hat mich optisch an die Frogware-Spiele auch gerade so ein bisschen erinnert. Und ich musste so an bei den Animationen und den Kameraeinstellungen so ein bisschen an Crimes and Punishment denken. An das Sherlock Holmes-Spiel. Und jetzt müssen wir hier irgendwie Deduction-Level machen auf einmal. My dearest child, how delightful I was to read your words. It is always a pleasure to hear from you and to know that yourself and your beloved Esther are doing well. I have contacted our brothers in London, but unfortunately, we could not find anything in our archives that matches the description of the events you have experienced in New Eden. Be that as it may, pestilence and never-ending winters are phenomena perhaps too broad for us to pinpoint the exact cause. I can give you no better answer. Be it sorcery, the presence of an Ichor, or something else entirely, we cannot say. No, keine Ahnung, was das ist. All I can do is invite you to continue your research and to take note of all of your observations. Our Brotherhood of St. Pauli, St. Paul's Stole, has little presence in the new world. Okay. I didn't know Elnor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Okay, erstmal einfach ins. Dann. Es sind so viele Dinger, die hier irgendwie jetzt gerade rumliegen. Oh, ich häng fest. Oh nein, ich häng. Oh Gott sei Dank. Ich konnte mich gerade wirklich nicht wegbewegen. Au the Jank. Ich häng gerade wirklich in dem. Ich häng gerade in Red einfach fest. Charles ist still here and Esther is completely distraught. She lost him and now he's back. Boah, Alter, guck mal, wie viele Sachen ich hier... Oh, Gott sei Dank. Guck mal, wie viele Sachen ich da irgendwie anklicken und lesen kann. Ich will doch einfach nur Dinge auf die Fresse hauen. Okay. Ich hoffe, ihr habt euch die ganze Weltkarte gemerkt, Leute. Job 7. Oh ja, ich liebe Bible Verses. Okay. 13, 14, 15... It comes to me in my dreams. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. What do all these dreams have in common? Are they a promise of a doomsday or a nightmare coming? Visions, foreshadowing. Is someone behind this? Who is the real target and what caused this anger to burst forth? I need to know how it gets into our heads. Sleep no longer offers rest. This kind of perdure. Okay. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse. I don't know, klingt für mich bisher wie restlichen Dialoge auch. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you oh, say. Oh, yeah, keine Lust daran, you were. Still, you did all right. Okay, was müssen wir hier, da im Schlafzimmer? Ich meine, das ist wenigstens, wenn du so viele Sachen da irgendwie durchlesen, anklicken kannst. Dann bin ich froh, dass ich einfach hier weiß, okay, da geht die Story weiter. My dearest sister, Charles is dead. Ich hab das Gefühl, das sind auch Briefe, die demnächst sehr viel geschrieben werden. I cannot tell right from left. I cannot tell which day it is or how long ago my Charles departed. My world has come undone. Nothing happened as it was supposed to. I could not attend the burial. The shame of it, how I have failed my dear husband. I just could not find the strength to leave the house and walk to the place where Charles died, there to see him buried.
Lord, have mercy on us and guide our friends to us before it is too late. The Eden will not last longer without my beloved husband to protect it. I do not have any words left in me, but I thought that you, who loved him so much, should know of his passing. Okay. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. Hint obtained. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Okay. Investigate the cemetery. Da ist einfach alles zu klump hier drin. Fick dein Bücherregal. Fick deine Kerzen. Los, kämpf gegen mich. Haha, I win. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Boah, das sind einfach zu viele Dinge, die ich irgendwie inspizieren kann. What will you do for my Charles? Das wäre dann noch langsamer. Björn, der Bugsmagnet strikes again. Aber auch irgendwie nur in Streams teilweise. Ich habe das Gefühl, dass ich in Streams das Ganze mehr anziehe, als wenn ich normal so spiele. Must I see him too? First, let's find out. Ja, kein einziger Mensch redet so. Ja, es ist halt sehr, es ist wirklich alles sehr unnatürlich. Ja. Kannst ruhig duzen. Kannst mich ruhig duzen. Beziehungsweise auch lieber duzen. Ich mag das ehrlich gesagt nicht, wenn man. You'll be all right. I doubt it, but I'll do my work all the same. Ich find das auch angenehmer, wenn Leute mir E-Mails oder so schreiben, dann einfach, hey du, bla bla bla. Ich finde, das sorgt einfach nur ansonsten für unnötige Distanz. Auch in Gesprächen. Be careful. Hi. You too. Nein, nur du. Ich nicht. Oh, baby. Time for cemetery. To find the location of your next objective, open your map. Woo! New Eden. Oh, ist genau wie Elden Ring, Baby. Was haben wir hier? Inventory. Oh, Crafting! Let's go! Schon passend farblich hinterlegt. Evolution. You cannot access this from now. Oh, nein. Nein, wir spielen fundamentale Christen. Wir haben die Evolution noch nicht freigeschaltet. Chronicles? Ist das einfach... Das ist wahrscheinlich so Main Story. Was ist das hier, wenn ich da draufklicke? Hier. Haunted Cases. Keanu, bist du's? Item not obtained. I'm so sorry. Naja, dann gehen wir mal zum... Dann gehen wir mal zum Cemetery. Investigate the Cemetery. Ich dachte gerade schon, er hat mich irgendwie den falschen Weg lang geführt, ja. Ich bin auch gespannt, wie es heute Abend aussieht. Ich hoffe halt, dass es nicht einfach nur so langweiliges Blablub ist, aber ich mochte auch die bisherigen Xbox-Podcasts, in denen Phil Spencer da war. Es wurde auf jeden Fall Sachen... Ah, warum... Sorry, ich gehe davon aus, dass ich mit Face-Buttons irgendwie angreifen könnte. Where are you leading me? Oh, jetzt Dodge. Komm, gibt's irgendwie so Perfect Dodge oder sowas? Oh, baby, let's go. Oh, geblockt. Nein, meine Posture! Oh, riveting. Das ist das, was ich Trefferfeedback nenne. Warte, ich kann... Oh ja, es gibt sogar den... Du hast sogar unten den God of War Ring.
Oh, fuck yeah, Zeitlupen-Parry. Warte. Ja, könnte ich jetzt nehmen. Press X to use Decotion. Wenn ich sie nicht aus Versehen die ganze Zeit weggeschlürft hätte. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Links oder rechts? Gehen wir mal hier hoch. Das sieht nach dem optionaleren Weg aus. I don't know. Kann ich da nicht drüber springen? Gold. Oder Pyrite. Da steckt noch was drin. Nimm noch den ganzen Rest mit. Was soll der Geiz? Nee, ich nehme einfach das, was ich leicht rausziehen kann. Daran irgendwas zu kratzen wäre Arbeit. Was haben wir denn hier? Take. Fungus. Yummy. Inside. As a banisher, you can feel places or objects that have been marked by ghosts. When in close proximity to these elements, your bane rings will be triggered and light up with an orange aura. Okay. Kann ich dann irgendwas... Walk around to find the source? I've seen more graves here than I've seen. Leuchtet es dann einfach mehr, wenn ich in irgendeine Richtung gehe? Oder ist es einfach nur walk around and find the source? A memory lingers here. Luxius, vielen Dank für das Abo. Guten Abend. Alan Wake hat sich ein anderes Kunstwerk geschrieben. Ja, so ein bisschen war das. So ein bisschen hatte ich da auch das Gefühl. Okay, bevor jetzt gleich die ganzen Gegner hier reinkommen oder irgendwas passiert, lass mal den Scheiß nehmen. Kann ich damit was unterwegs selber basteln oder? No. Okay, scheinbar kann ich das nicht purifyen. Aber nimmt eh nur einen Schlag und hat mich nicht angegriffen. Das ist auch okay. Kann man auch mal machen. Nehmen wir mal einen Tag jetzt runter. Hier kann ich noch ein bisschen goldene Nuggets einsammeln. Boah, ich hab jetzt voll Bock auf Nuggies. Where are my chicken tendies? Ich habe doch meine ganzen Good Boy Points noch zum Einlösen da. Okay, wir sind einfach den gleichen Weg dann wieder zurückgegangen. Hervorragend. Was ist das die Sache? Nee, hier, das war... Oh ja, Fotomodus. Oh! Oh! Gerade eben war ich einmal zu schnell, dass die Kamera sich nicht mitgedreht hat. Nee, ich wollte gucken, kann ich da raus hier... Kann man irgendwas hier machen? Craften oder so? Nee, ne? Okay. Hätte ja sein können, dass ich mir unterwegs die Estos Flask... hätte, Entschuldigung, die Blood Vials hätte neu machen können. Okay, lass mal kurz gucken, wo muss ich... Okay, ich muss auf das Ritual einfach machen. Aber ich möchte ja gucken, ob es noch irgendwelche interessanten Dinge gibt oder so. Nicht, dass ich das Ritual mache und dann kommt irgendwie der Besenbär vorbei und schnappt mich in ein anderes Gebiet und dann kann ich hier die Sachen nicht mehr holen. Vertraue, ich kann da einfach Videos. Ich habe da ein sehr großes Vertrauensproblem mit Videospielen. Ich konnte einfach schon viel zu oft nicht wieder zurückkehren, wenn ich gedacht habe, ja, da kann ich problemlos noch weitermachen und wieder zurückkehren. Da verliert man irgendwann das Vertrauen. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. I'm sorry, he just died. Ich hab mich entschieden zu sterben, statt zu warten. Ein sehr ungeduldiger Mann gewesen. Der lieber drauf geht, anstatt zu warten. Okay, das Ganze war hier, ne? Ja, dann machen wir das mal. Oh, zum Glück habe ich den ganzen Kram schon gesammelt. Banishers can perform rituals. The nature of the site determines which ritual should be performed. Performing a ritual consumes resources, even if you select an incorrect one. Oh, wow.
To reveal the memories, you need to perform a hearkening ritual. Okay. Und das wüsste ich jetzt wo, egal. What I picked up earlier should suffice. In each stain hides a story. Also da kriegt man auch mit guten Wi-Fi-Empfang mit dem Kram. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place. Oh, der hat ja voll, der hat ja auch einen, auch so einen, auch so einen Schatten. Der hat sogar so voll den Alex, der hat sogar voll den Alex, Alex, wollte ich sogar sagen, Alan Wake 2 Bart. Well, since you ask so politely. Banishers, ghostwritten by Sam Lake. I am everything you've ever feared. Dick Hills, vielen Dank für das Prime-Abo übrigens auch. Guten Abend. You have no shell. No irgendwann mit der Dino Crisis Traum no war, ja, wir. No. Someday. No, someday it's gonna happen. No. Das ist ein neues Spiel, ja. Das ist vorgestern rausgekommen, glaube ich. Am 13. meine ich, ist das, hatte das Release. Und ja, es ist hochspannend. I'm on the edge of my seat. Damn it. That thing he faced. What was it? Charles' Bible found half buried in the mud of the cemetery. It's opened at Job. 13. When I say my bed shall comfort me, my couch shall ease my complaints, then thou scarest me with dreams and terrifiest me thou vision, nay, through visions, so that my soul chooses strangling and death rather than my life. Okay. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Also für so ein für irgendwie so ein Action-RPG, es kommt halt gerade. Ich hätte tatsächlich irgendwie dann auch mit mehr Kämpfen oder so bisher gerechnet. Ist es dann wieder das? Reveal an Echo? Force a ghost or Spectre to appear? Using or knowing the tie that binds a ghost to the incarnate is generally necessary. Such a ritual may be channeled through compelling words, carvings, or drawings. I don't know. Ich gehe davon aus, dass das Spiel mir bei den anderen erklären würde, dass ich die einsetzen kann. Deswegen bleibe ich bei dem ersten. Did I just? Damn it. Ritual failed, no. Okay, brauche ich doch ein anderes. Charles Bible. Sustained. This ritual force all types. Reveal themselves. Was ist das? I don't know. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far. Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. Show yourself. I know you're here. You know me, ghost. I only wish to talk. Esther worries.
And here. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. Okay, sieht auf jeden Fall nicht mehr aus wie Alan Wake jetzt. What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Come back any time. Is Red with you? There is no time to waste. Ich weiß nicht, der schafft es irgendwie gleichzeitig so ein bisschen dringlicher zu klingen, aber irgendwie dabei dennoch genauso gelangweilt wie die restlichen Personen. Also das ist schon bemerkenswert. Und ich merke einfach... Oh Gott, wie viel haben wir denn jetzt? Viertel nach acht. Ach, nee, das lohnt sich jetzt nicht mehr, noch was anderes anzufangen, ne? Boah, nee, komm, das ziehen wir jetzt. Ich mach mal kurz eine kleine Pipi-Pause und geh mir was zu trinken holen. Ich mach mir jetzt einfach einen... Ne, ihr könnt ja auch einfach die Zeit nutzen, Leute. Einfach mal selber die Zeit nutzen, bei Holy vorbeizuschauen, euch selber was mit dem Coach Spec Ops 5 bzw. Spec Ops was zu holen. Hervorragende Möglichkeit, auch meine Arbeit zu unterstützen. Ich mach mir jetzt auf jeden Fall geh kurz pissen und dann sind wir gleich wieder hier und dann hoffen wir mal, dass Banishers noch irgendwie... keine Ahnung, irgendwie interessant wird innerhalb der nächsten 40 Minuten, weil danach gehen wir dann eben um 21 Uhr zum Xbox-Event über und dann werden wir wahrscheinlich alle Banishers wieder vergessen haben. auf jeden Fall, dann, ich mache euch noch kurz ein bisschen Musik an und dann bin ich so in 2-3 Minuten wieder da. Was machen wir denn? Komm hier für ein bisschen. Ja, da ist schon ein bisschen mehr Bums dahinter. Let's go, Leute. Let's go. Bis gleich. We'll be right back.
Oh, geil. So. Jetzt bin ich wieder. Jetzt ist die Action wieder da. Ich habe mir sogar einen Knoppers mitgebracht. Leute, die die junge Boomer-Lore kennen, wissen Bescheid. Ich muss aber sagen, dass das, also Knoppers, 10 von 10, mega geil. Aber ich muss jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so viel besser ist, wenn ich es tatsächlich im Kühlschrank lagere. Also da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen was anderes erwartet. Aber ja, falls ihr wissen wollt, worüber ich da rede, weil ich natürlich noch nicht an genug Projekten beteiligt bin. Ich bin ja auch noch von einem weiteren Podcast auch noch dabei. Der junge Boomercast, gerne mal vorbeihören in die neueste Episode, damit ihr auch Bescheid weiß, was da die Lore ist. Aber lass mal gucken, was Charles in Charge zu sagen hat, während ich mir hier meinen leckeren Holy und das Knoppers reinpfeife. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Wie die sich anstarren. Ich kann dir noch Sachen beibringen, aber nur wenn ich es dir erlaube. Oh, riveting dialogue again. We'll banish this ghost, aren't nightmares a myth? Why not wait? Ja, komm, hier, machen wir einfach weiter. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Oh Gott. Immerhin hatte ich bei dem Dialog einen Knoppers. Das hat den Dialog auf jeden Fall besser gemacht. Also meine Empfehlung, falls ihr auch Banishers spielen solltet und es ein bisschen zu langweilig findet, einfach mal einen Knoppers reinpfeifen. What did it look like? I don't know. When it manifested, it ja, es ist, ich merke auch genauso, also so. My dear Esther, ich muss mich wirklich aktiv drauf konzentrieren, da irgendwo zuzuhören. Weil ich es halt extrem langweilig finde. Deswegen, ich würde mal zumindest so, hey, komm, dann gib mir doch wieder irgendwie zumindest einen Kampf, so das Combat Exploration oder so. Dann habe ich wenigstens was zu tun. I've heard your warning. You can go. No. No. I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. Was ist das für ein Writing? You were a good man. Now you are a ghost. I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick. Ja, du warst ein guter Mann. Ja, ich war ein guter Mann. Aber du warst auch eine gute Frau. Ja, ich war eine gute Frau. Du hast geholfen, aber jetzt bist du tot. Ja, ich bin tot. Aber ich kann immer noch helfen. Goodbye, Charles.
peace on your soul. Remembrance on oh, up in the Shadow Realm with you, motherfucker. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose them. Wie casual die daneben stand, während hier einfach toter Mann gerade ins Afterlife verbrutzelt wird. So, Entschuldigung, könnte ich noch mal mit dir reden? Oh, dear Lord Charles, why are you here? Why have you come back? I must protect you. The thing in the meeting house beats on the wie dem der Mund offen stand. Antia, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Lass du doch einfach mit ihm reden. Was ist das fucking Problem? And save yourselves. Save them all. Boy. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Alter, das sind doch nicht dieselben. Das ist doch nicht dasselbe Studio, was Life is Strange gemacht hat oder Remember Me. Das müssen doch komplett andere Leute sein. Die vorher noch nie an irgendwas anderem gearbeitet haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch das Kampfsystem bei einem fucking Remember Me hat sich damals besser angefühlt. Und das Spiel ist von, was, 2013? Anfang 2013 ist es, glaube ich, rausgekommen, ne? Das war noch so am Ende der siebten Konsolengeneration. Und ich meine, ja, auch Life is Strange hat halt Cringe-Elemente, aber die Leute reden zumindest wie halt Personen. Und haben Dialoge und sind nicht einfach nur so, ja, das bin ich und das ist meine Motivation. Oh, okay, cool, das bist du und das ist deine Motivation. Ich muss jetzt hier hin. Ja, du musst jetzt dahin. Okay, bis dann. Bye, bye. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. Crewmate, vielen Dank für das Prime Abo. Guten Abend. He's at peace. And you deserve to rest. Ich hab nochmal Bock, Remember Me zu spielen. Remember Me auch so ein Titel, wo ich würde es jetzt, glaube ich, nicht als eine vergessene Spieleperle bezeichnen. Aber Remember Me ist so eines der interessanteren 7 von 10 Spiele auf der Konsolengeneration. Also es hatte ein paar interessante Ansätze. Es hatte auf jeden Fall ein paar interessante Ansätze im Kampfsystem. Wie du dir die Kombos zusammengestellt hast. Nichts Weltbewegendes, aber auf jeden Fall ganz cool. Es hatte ein sehr, sehr schickes Art-Design mit diesem futuristischen Paris, in dem du warst. Und vor allem hatte es auch eine coole Idee. Ne? Da hat mehr Tiefgang gefehlt, aber in diesen Sequenzen, wo du die Erinnerung der Leute so Inception-mäßig verändert hast oder so. Das waren auf jeden Fall Sachen, die sind mir in Erinnerung geblieben aus dem Spiel. Ja? Wo willst du hin? Ich habe mich übrigens nicht bewegt. Ich bin einfach noch stehen geblieben. Ich glaube, die hat gerade ihren Lebenswillen verloren. Gehst du jetzt weiter? Nee, hat glaube ich, aufgegeben. Kein Bock mehr. Ich weiß nicht, ob der PC-Port von Remember Me gut ist. Ich habe den irgendwann mal gekauft, weil wir alle Capcom-Spiele, der eben auch für so gefühlt 2,50 Mark mal irgendwie zu haben war. Some food and ale for you. Sorry for your loss. This is Charles's. It's like he never left. Charles in charge nowadays.
an wen soll man sich... Ja, ich glaube, es gibt auch mehrere Videos, die irgendwie Remember Me oder Does Anyone Remember Me und sowas. Gibt's, glaube ich, mehrere, die das... Wo ich dann auch jedes Mal so, haha! Aber ja, ich meine, ich hatte ja eh mal eine Videoreihe, die ich eigentlich schon mal ewig machen wollte, waren die... Das ist quasi die wilden 70er so zu nennen. Wie die Serie. Aber gemeint sind eben interessante 7 von 10 Spiele. Na, so Titel, wo ich jetzt nicht sage, dass das würde ich irgendwie als vergessene Spieleperle oder so deklarieren oder so hinstellen, aber auf jeden Fall so interessante Titel, die sehr fehlerbehaftet sind, vielleicht auch eben teilweise sehr repetitiv oder so, aber im Kern immer noch coole Dinge machen und auf eine gewisse Art und Weise einzigartig sind. So einen Wet oder so zum Beispiel. Es gibt einfach eine Wet, definitiv sehr stark fehlerbehaftetes Spiel. Aber es gibt einfach, es gibt keinen anderen Titel, der halt genauso ist. Das ist halt gerade mit diesen Sequenzen, wo du dann alles so schwarz-weiß-rot siehst. Das gibt's einfach nirgendwo anders. You, Red McCraith. But when it ja, auch comes so, to ghosts, your heart alte From-Software-Spiele aus der aus dangerous. Der Zeit. So Ninja Blade oder so. Wo das so krass QTEs eingesetzt hat, dass es fast schon zu einem Feature wurde in dem Spiel. That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Das sind zwei verschiedene Dinge, okay. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Oh. So, das ist ja, du könntest ja daraus was machen. So, das ist jetzt gerade auch so kein Setup oder eine Verbindung zwischen den Figuren, die irgendwie inhärent kacke ist oder so. Aber die Sache einfach, wie es geschrieben, präsentiert und geschauspielert ist. Es banishes rebring closure. Kann ich hier starten? Lass mal gucken, ich wechsle mal einfach die Sprache. Vielleicht ist ja zumindest die Audio besser, wenn ich Französisch wähle. Kann ich das? Das ist bei Gameplay. Weil bei Audio war es auch nicht, ne? Ach, da hinten rechts ist Language. Okay, alles klar. Für mich gehört irgendwie Language immer zu Audio oder so dazu. Was haben wir denn? French? Oh, es gibt auch... Oh, machen wir mal deutsche Synchro. Let's fucking go. Und dann mit englischen Untertiteln. We are banishers. Hervorragendes Deutsch. Hat das nicht... Ich dachte, ich hätte... Okay. Vielleicht erst nach dem nächsten Dialog dann? We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. Vielleicht ist das auch einfach irgendein Dialekt, irgendein deutschen Dialekt, den ich nicht kenne. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to. You'll not escape. Chrisel, vielen Dank für das Abo übrigens. Auch schönen guten Abend an dich. I would bring back from the dead. That's not funny. Ich glaube, da brauchst du keine ein, zwei Jahre warten, bis das bei Saturn für 15 Euro rumliegt. Das wird wahrscheinlich in einem halben Jahr im Game Pass oder PlayStation Essential oder beides drin sein. Und dann auch irgendwie, das ist wahrscheinlich nächste Woche 30 Euro gebraucht. Wahrscheinlich muss ich komplett abwarten, den Dialog durchzuhaben, bevor dann irgendwie ein Deutscher kommt. I would, then I'd kill you again for dying before I do. Ich muss sagen, ich finde Life is Strange sieht besser aus als das Spiel. Das hat wenigstens einen eigenen Stil. Das hier ist mehr so dieses... Okay, wir versuchen halt ein realistischeres Spiel mit AA-Budget zu machen. Wo dann gerade die Animationen einfach schlimmer auffallen.
This was a dreadful day. Wenn eben so ne, Sachen wie Textilien und so, die sehen dann immer relativ gut aus. Oder auch die Gesichter an sich, aber wenn die Animationen dann nicht so mithalten können, finde ich, fällt es halt stärker auf als bei dem Life is Strange, wo eher das so ein bisschen cartooniger gehalten ist. Der Deutsche wartet, bis er an der Reihe ist, ja. Vielleicht jetzt? Vielleicht können wir jetzt kriegen wir jetzt Deutsch? Jetzt ist ja andere Sequenz. Ist jetzt Trau. Okay, so jetzt. Haben wir jetzt Deutsch? Also ich meine, das ist Audio Language, das ist auf Deutsch. Gucken wir mal. Where are you? Hardly in the meeting house, are you? Vielleicht, wenn ich auch die Texte auf Deutsch umändere. Vielleicht muss ich das auch machen. Deutsch, Deutschland. Sorry, Österreicher und Schweizer. Get fucked, I guess. Tod den Toten! Jetzt bin ich gespannt. Die Laufanimation ist so. So, ich habe das Gefühl, sie haben auch versucht, so ein God of War-Laufen irgendwie zu machen, so ein bisschen. Aber die Arme. So, der Körper ist so steif und dann hast du einfach. Und her? Ja, jetzt. Du musst beides umstellen. Warte, das heißt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Wenn ich jetzt den Text wieder auf. Warte, anwenden. Gucken wir mal. Warum wärst du allein dort aufgegangen? Ah, jetzt funktioniert's. Offen. Und her. Ihr Schemen habt nicht zufällig an. Ja. You wanna try that again? Du bist der Boss, aber du hättest mich ruhig einweihen können. Oh, Lebensenergie wieder zurückbekommen. Es klang gerade nicht besonders gut, muss ich aber sagen. Es klang so nach dieser typisch deutschen Betonung. Drei blinde Mäuse. Schau, wie sie laufen. Schau, wie sie laufen. Lauf. Red Lauf. Drei blinde Mäuse. Schau, wie sie laufen. Schau, wie sie. Das ist irgendwie so Kinderlieder im Deutschen singen bringt nicht so den Horror. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Andrea, bist du verletzt? Wo bist du? Steht direkt vor ihm die ganze Zeit! Andrea, wo bist du? Das ist das Erste, was du siehst, wenn du reinkommst. Ich bin da, Liebling. Was ist passiert? Willkommen im Spukhaus. Ich bin da, Liebling. Wie kitschig. Zeig dich!
Gott erschien dem Mann im Traum und sprach zu ihm: Sieh da, du bist des Todes. Der Mann aber hatte nichts getan und sprach: Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Definitiv die alte Sprache im Deutschen. Deutschen hast du runtergebracht. Oh nein, Schwiegermutter Endboss. Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versäumnisse. Wo ist Antea? Was hast du mit ihr angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast. Du klammerst dich an die Liebe. Ein Narb ist ans Ende. Es gibt keine Liebe. Nur Schändung. Mundanimation. Ey, das klingt so scheiße, dieser Stimmenverzerrer. Der klingt so kacke. Hell's Balls, ja. Klingt auch einfach wieder so, als ob er nicht irgendwie richtig in dem Ort irgendwie vorhanden wäre. Dein Liebhaber wird auch dich verraten! Wir wollen nur mit dir reden. Boah, kann ich dir richtig in den Anus reingreifen mit der Attacke? U-ha-hi-he-ho. Doch geblockt, was willst du? Oh, warte, lass mich meinen Zaubertrank kurz nehmen. Danke sehr. Wir sind nicht deine Feinde. Ja? Ah, jetzt Banish. Aber die hat ja noch zwei Lebensleisten gehabt. So einfach kann das ja nicht sein. Okay. Gut, erstmal Texturen nachladen. Wo ist dann der? Wenn du hier auch nur ein Haar gekrümmt hast, werden. Willst du was? Ihr zu Hilfe kommen? Das klingt so scheiße! Oh mein Gott, das klingt so scheiße. Lass ihn los. Oh. Wie rührend. Du verlangst nach deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. Es hat null, keine dieser Stimmen befinden sich im Raum. Nur Verrat. Ich bitte dir einen Tausch an. Du hörst einfach, dass das Studio, in dem es aufgenommen wurde. Das ist keine der Personenstimmen befinden sich da gerade irgendwo draußen. Du bist schwach. Nein! Ich meine, damit wurde das Spiel ja angepriesen, dass sie tot ist und er am Leben. Also ist jetzt nicht der große emotionale Twist oder so. Come back anytime. Wirst du ihr zu Hilfe kommen? Ja, Xbox ist ja erst in einer Viertelstunde, deswegen. Whee! Also ich dachte, es gäbe jetzt halt den richtigen Bosskampf. Das war dann halt nur die eine Phase, okay. Ändern wir Mars auf. Dann gucken wir mal, hören wir mal Französisch an. Also ich meine, Englisch ist auch nicht gerade gut. Bin ich halt ganz ehrlich. Ich hoffe, du kannst jetzt, oder muss ich hier auch jetzt
Vielleicht kann ich so. Müssen wir auf Französisch einmal machen. Ich mach einmal wieder so. Und dann ändere ich das Ganze wieder auf Englisch. Und jetzt. Dann lass mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Hon, hon, hon! L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Oui! Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom. Yeah, Leute, Intro noch geschafft, let's go! Prenez-moi à sa place, hurla-t-il dans le silence assourdissant des eaux froides et paisibles. Klingt aber auf jeden Fall. Par-delà le voile noir klingt, de la mort, klingt besser, würde ich sagen. Quelque chose entendit ses cris. Also, man müsste das im tatsächlichen Dialog halt hören. Aber das scheint mir schon ein bisschen mehr Unterschied in der Stimme zu sein. In der Aussprache. Hier phonetisch eben auch. Als das bei der englischen und deutschen Version der Fall war. Da klang halt alles relativ gleich. Ich meine, würde mich halt nicht verwundern, das ist bei den Plague Tale-Spielen genauso. Die hören sich auf Französisch eben auch besser an. Wurde der Dino Crisis 3-Counter zurückgesetzt? Nein, das gilt halt für die Total Sub-Points. Death Stranding. Ah, tu es réveillé. Qui es-tu? Celle qui t'a sauvé, qui t'a soigné pendant des jours. Des semaines, peut-être. Des semaines? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Reprends des forces avant de culpabiliser. Elle est morte. Ja, das klingt besser, ja. Oui. French is the way to go. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. Bin darin bereit, von Phil gehört zu werden, ja. Wie gesagt, können wir so in 10 Minuten gerade überschwenken. Pourtant, je sais que non. C'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pourquoi? Tu es confus, c'est normal. Tu as failli te faire tuer par un cauchemar, tu as perdu ta moitié, et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. Une sorcière? Oui. Je m'appelle Chercheuse. Je m'appelle Baguette. Trouve le bannisseur, m'a dit ma maîtresse. Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. Comment tu te sens? Mais das Französisch macht halt nur die Animation nicht besser. Bien sûr que ça compte. Ça veut dire que tu es en vie et que tu n'as pas baissé les bras. Null von zehn Voice Acting, verstehe kein Wort. Deswegen musst du auch lesen. What am I to do now? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les bleus blum, gla bleu bleu. Comment je vais m'en sortir tout seul? Tu n'es pas seul. Garde la foi. Si Lydiane m'en avait dit plus, je te le dirais. Mais tu dois garder la merde, foi. Merde, merde. This is what I wanted. Ce n'est pas ce que je voulais. Pas comme ça. Pas sans elle. On n'a jamais ce qu'on veut. On a ce qui vient. Et si on survit, ça nous change à jamais. Il y a un vide en toi. Un puits béant et grimaçant. C'est de l'amour, voilà ce que c'est. Ce vide ne se remplira pas, parce que l'amour ne meurt pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'explique. Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. Tu devrais la saisir. Ist das nicht genau das... Nicht genau das Gleiche? Ja. Pourquoi m'aider? Je sers ma maîtresse. Elle me demande de t'aider, alors je t'aide. Ciridiane dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. Tu as un rôle à jouer, semble-t-il. Voilà le mien. Je ne comprends pas.
Peu importe. Je t'ai trouvé. Mais ton chagrin aussi. Et il faut que tu le ressentes. Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red McRae. Mais ils n'en ont pas fini avec toi. Red McRae. Je vais y aller. Repose-toi. Mon Lieblingsburger. Si ma maîtresse t'a sauvé, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Les meilleures. Gleich Comic Sans. Das ist gleich. Explodiert einfach jede Xbox. Elle a besoin de moi. Où est-ce que je peux te trouver? Si j'ai besoin de toi. Au marais Bourbeux. D'immenses marécages de l'autre côté des bois. Tu ne peux pas les rater. On saura quand tu viendras. Alors, à bientôt. Tout juste, bannisseur. Maintenant, retourne-toi. Now go fuck off, ok? Je m'en vais. Ja, ich glaube, ich werde das dann weiterhin auf Französisch spielen. Also englische Texte, weil die sind halt dann auch, die passen halt, also ich muss halt sagen, die englischen Texte passen dann besser eben rein, weil das Ganze natürlich in Boston spielt. Also mit dem Deutschen kriegst du einfach davon gar nichts mit. Da finde ich, dann geht dann so komplett die Atmosphäre eben flöten. Aber die Synchro ist im Französischen eben schon besser. Ich meine, wäre auch irgendwie cooler, wenn es eine gute englische Synchro hätte, weil, ne, erneut, wenn du eben schon in fucking Boston bist, dann ist das definitiv die die passendere Sprache. Aber ich glaube, das ist das Setup, mit dem ich das dann weiterspielen werde. Ich habe halt nur keine Ahnung, wie viel Zeit ich da reinballern werde. Ich werde vielleicht für die nächsten Tage einen Ersteindruck machen, aber ich werde definitiv am Montag im Podcast drüber sprechen, von dem, was ich jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen weiterspielen werde. Also falls man da einen besseren Eindruck abseits des Streams irgendwie hören will, auf jeden Fall dann in die dritte Ausgabe vom Speckcast reinhören. You have enough brain. Deswegen kriegst du keins mehr. Also, so Plague Tale hat aber auch, genau solche Szenen, wo du an dem, Strand, Küste entlangläufst. Plus Hellblade. Ich finde das mal was anderes. So einfach so den, einfach so hier ein bisschen so das, Moospilz daran irgendwie, anstatt einfach irgendwelche Farbeimer. So, ja, es wirkt eben auch sehr, oh, das ist nur an diesen Sachen irgendwie dran. Aber ich find's wenigstens mal, da hat sich jemand überlegt, was anderes zu nehmen. Anstatt einfach nur so standardmäßig, okay, wir nehmen die gelben Farbeimer. Oder den weißen Farbeimer. Warte mal, wo bin ich jetzt eigentlich von der Karte? Oh, okay, also ich bin ganz woanders. Ist denn der Rest davon noch zu sehen? World Completion 0%. Open Completion Panel. Edentown 0. The Dark Woods. Oh, warte, das heißt, das war rechts davon? Ah, oh, da bin ich aber ziemlich... Alter, da bin ich aber ordentlich weit weggespült worden. Guck dir das mal an. Also dann hast du nachher noch irgendwie so ein... Hast du einfach eine Schnellreise, irgendwelche Bootsegmente, auf denen du da lang gehst? Ja. Naja, gut. Dann lass mich mal kurz abspeichern und dann können wir schauen. Ich würde gerne manuell abspeichern. Yeah, baby, let's go. Und dann können wir mal gucken, wo das Ganze dann, ich nehme mal an, das wird dann gedroppt jetzt einfach und dann kannst du es dir so ansehen. Weil ich bin hier auf dem Xbox-Account. Let me tell. Hier wird eben gerade nichts angezeigt und wenn ich bei Videos bin, ist auch nicht hinterlegt, dass da irgendwas kommen soll oder so. Aber es stand ja hier gesagt, youtube.com/Xbox or wherever you listen to your podcast. Also ich nehme mal an, dass sie einfach dann die Episode raushauen und dann kannst du es dir eben anhören. Das ist dann was Vorgezeichnetes, was sie wahrscheinlich auch nicht irgendwie live bringen werden. Wahrscheinlich. I don't know. Ach, keine Ahnung, machen wir just. Das ist trotzdem, Leute, das ist ein besonderes Event. Ich finde, das kann man auch. Das kann man auch als besonderes Event irgendwie zusammenfassen.
Boah, alles klar. Irgendwas Dummes. Wie viel sage ich? Ich habe noch 6 Minuten. Ich habe noch 6 Minuten für irgendwas Dummes. Putting me on the spot. Ich bräuchte jetzt nochmal kurz irgendwie so eine kleine Dusche oder so. Dann kann ich besser nachdenken für so einen Scheiß. Keine Ahnung, so. Good enough. PlayStation Showcase, ja, das ist mein Lieblingsevent. Stream ist für morgen auf 12 Uhr gesetzt? Warte, wirklich? Come back, Eddie. Did I do that? Oh ja, nee.